Hey, Eugene von Supportnet. Heute zeige ich euch, wie ihr mit whip.de ein E-Mail-Account erstellt und ja, das erste Mal darauf zugreift und ja, damit arbeitet. Also dazu gehen wir mal mit irgendeinem Browser, euren Lieblingsbrowser, gehen wir auf web.de und gucken wir hier mal in, genau, also da gehen wir auf den Reiter Freemail. Das ist vom Web.de, Ihr E-Mail-Dienst. Jetzt können wir ganz direkt, ganz großer blauer Button, jetzt kostenlos anmelden. Einmal raufklicken. Hier könnt ihr jetzt erstmal ganz Standard ein Formular, also einfach nur eingeben, euer Namen, euer Alter, Name, Adresse. Einmal angeben, mache ich mal ganz schnell. An diesen Haken hier rechts könnt ihr ganz klar sehen, ob alles okay ist oder ob ihr irgendwas falsch eingegeben habt. Die Handynummer ist optional, könnt ihr angeben. Das wird meistens auch noch dazu verwendet, um zum Beispiel das Passwort zurückzusetzen, wenn ihr es mal vergessen habt. Wie gesagt, könnt ihr angeben, müsst ihr nicht. Ist zum Glück optional. Dann haben wir hier den Namen der E-Mail-Adresse, also ganz wichtig. Wenn ihr den eingeben habt, zum Beispiel supportnet@web.de, dann klickt ihr auf Verfügbarkeit prüfen. Oder es wird sogar gleich unten drunter gemacht. Unsere Vorschläge für Sie. Ansonsten einfach Verfügbarkeit prüfen. Und da steht zum Beispiel: Eingabe enthielt irgendwas, was web.de nicht mag oder was nicht passt. Also müssen wir es dann ein bisschen umändern. Oder ihr übernimmt einfach die Sachen, die hier unten angeboten werden. Das heißt, wenn ihr Max Mustermann heißt, dann nochmal die Verfügbarkeit prüfen. Seht ihr auch ganz klar, Max Mustermann ist gerade nicht möglich. Der Name selbst ist leider schon vergeben. Aber ihr könnt dann Beispiel Max Mustermann 80 nehmen, wenn ihr sowas mögt. Oder ihr müsst euch was selbst ausdenken. Nehmen wir mal Max Mustermann 80. Finde ich toll. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, ein Passwort einzugeben. Desto komplexer, desto sicherer. Hier habt ihr auch nochmal eine E-Mail-Adresse. Falls wirklich auch wieder Passwort verloren geht, kann man mit dieser E-Mail-Adresse das zurücksetzen. Das heißt, dann fragt er nach der E-Mail-Adresse, die ihr hier angegeben habt, und ihr könnt eben, wie gesagt, damit die alte E-Mail-Adresse wieder, die neue web.de E-Mail-Adresse wieder zurücksetzen. Das Passwort davon. Wenn ihr natürlich keine alte E-Mail-Adresse habt, ist es noch nicht schlimm. Dann macht ihr das wahrscheinlich über zum Beispiel über die Handynummer oder ja, über diese Abfrage, die hier unten kommt. Nehmen wir das zum Beispiel. Oder wir nehmen vielleicht die Ziffern. Die natürlich nicht stimmen. Hier. Und ja, weiter. Dann haben wir hier diese Standardabfrage, wo ihr einfach nur diese Eingabe machen müsst von den Wörtern, die da oben, den Buchstaben, die da oben angegeben sind. Sehen. Dann klicken wir auf Ich stimme. Also wenn wir einverstanden sind mit den AGBs, könnt ihr nochmal hier durchlesen, wenn ihr direkt draufklickt. Seht ihr hier. Genau. Von den Nutzungsbedingungen und dann könnt ihr direkt darauf das Konto anlegen, klicken. Wenn jetzt irgendwas falsch wäre, würde er nochmal abbrechen und ihr müsst dann irgendwelche Sachen verbessern.
Das hat zum Glück geklappt, ganz groß. Hier ist nochmal die E-Mail-Adresse. Genau. Ihr könnt das E-Mail-Programm nochmal aufstocken, wenn ihr es möchtet. Aber das wollen wir jetzt gerade nicht, deswegen einfach nur weiter. Das brauchen wir nicht freischalten. Weiter, genau, hier unten rechts. Einfach weiter zum Postfach. Das wollen wir nicht. Ich versuche natürlich ein bisschen Werbung reinzupacken, weil das ja kostenlos ist. Aber wir springen auch hier oben gleich weiter zum Freemail-Postfach. Wieder draufklicken. Und wir sind jetzt in unserem Postfach. So, weiter geht's in dem nächsten Video, wo ich euch erkläre, wie ihr das erste Mal damit arbeitet und wie ihr es mit euch mal anschauen könnt. Ciao.